Der Feldmarksfegen, auch Wildernisrot oder Wildnisstraße genannt, wird häufig als letzte Wildnis von Europa bezeichnet. Es ist die höchstgelegene asphaltierte Straße Schwedens. Sie ist eine majestätische Route, die durch die außergewöhnliche Naturlandschaft Nordschwedens führt. Erlebe die atemberaubende Natur mit ihrer beeindruckenden Berglandschaft, den weitläufigen Ebenen, unberührten Seen und Wasserfällen. Sie verläuft von Strömsund im nördlichen Jämtland über Gäddede nach Vilhelmina im südlichen Lappland. Der berühmteste Abschnitt der Straße verläuft quer über das Stekenjokk-Plateau, ein geschütztes samisches Gebiet, in dem Rentiere grasen und seltene Vogelarten leben. Etwas abseits der Wildnisstraße befindet sich der Hellingsafallet. Mit 40 Metern ist er einer der höchsten Wasserfälle Schwedens, der in Schwedens längste mit Wasser gefüllte Schlucht stürzt. Mit 800 Metern ist diese ganz schön beeindruckend. Wanderer können den 5 Kilometer langen, mittelschweren Weg um die Schlucht zum Wasserfall nehmen. Alternativ kann man aber auch den 150 Meter langen Fußweg vom Parkplatz bis zum Wasserfall gehen und von dort aus die Aussicht genießen. Der Brakkafallet ist ein wunderschöner kleiner Wasserfall, der durch eine märchenhafte Trollschlucht aus Schieferfelsen fließt, bevor er in den See Stora Blasien mündet. Stand up tall.
Direkt neben dem Wildmarksfegen unterhalb vom Stekenjokorplateau liegt der Gausterfallit. Der Fluss Gauste in Sämi Gaustajok erschaffte den Fall. Kurz nach dem Zufluss zweier Flüsse wird die Gauster in eine enge Passage gequetscht, die den Gausterfallit bildet, der eine imposante Schlucht durchs Schiefergrundgestein geschaffen hat. Der bekannteste Abschnitt des Wildmarksfegen ist ohne Zweifel über das Stekenjokplateau das legendäre samische Bergplateau. Für diese einzigartige und raue Landschaft gelten besondere Vorschriften, denn sie ist sowohl Vogelschutzgebiet als auch samische Kulturlandschaft. An diesem Ort hüten und versorgen die Samen seit Jahrtausenden ihre Rentiere. Die samische Bezeichnung für Stekenjok lautet Stiken, was der Ort, wo die Rentiere bleiben, bedeutet. Ein altes samisches Sprichwort sagt: Du musst hier gewesen sein und doch nicht hier gewesen. Nimm deine Spuren wieder mit nach Hause. Somehow I just never learned.
der Ortschaft Sachsnäs direkt am Wildmaßfegen gelegen der Treppstegsforsen. Der Wasserfall erhielt seinen Namen durch die eigenwillige Formation des Gesteins. In Treppenstufenform fließt das Wasser hier über 100 Meter in einer Breite von über 30 Metern hinunter. Der ungewöhnliche Wasserfall gehört zu den merkwürdigsten und schönsten Wasserfällen Schwedens.